Hey Leute, habt ihr auch Probleme mit eurer Kreidler Florett bei der Fußschaltung, dass ihr ab und zu den ersten Gang nicht reinbekommt? Ich habe dasselbe Problem jetzt gehabt. Ich habe den Motor komplett überholt. Wenn euch das vielleicht noch interessiert, wie der Motor überholt wurde, das seht ihr hier oben in einem anderen Video. Und dann beim Fahren habe ich gemerkt, wenn ich jetzt in die oberen Gänge schalte und wieder runterschalten möchte, dann funktioniert das nicht. Runterschalten ging dann ein bisschen schwierig, aber er wollte unbedingt nicht in den ersten Gang zurück. Wie man jetzt hier die Schaltung einstellt, um was das Problem ist, wenn es trotzdem Einstellen vom Exzenter der erste Gang nicht reingeht, das zeige ich euch jetzt hier in diesem Video. Zunächst nehmen wir erstmal hier diese Kappen runter. Wir müssen nämlich erstmal die Verkleidung hier abschrauben. Dann kommen wir nämlich besser unten an die Feder hin und an den Einstellbolzen, wo wir das Ganze einstellen. Natürlich könnte man es jetzt auch von hier unten so machen, aber ich finde es ein bisschen Gefummel. Ich schaue da doch lieber gerne mal ein bisschen genauer drauf. Und wenn man die Abdeckung hier abschraubt, dann geht es doch ein bisschen einfacher. So, hier vorsichtig die Schrauben rausnehmen. Das ist ja auch schnell gemacht, also die Abdeckung, die ist ja sofort unten. Ich habe jetzt nämlich auch ziemlich lange gesucht, was das Problem ist, weil die Einstellung nach Anleitung habe ich schon gemacht. Das zeige ich euch jetzt aber auch nochmal gleich, wie man das macht, weil da gab es letztes Mal noch ein paar Fragen vor ein paar Zuschauern, wie man denn die Schaltung richtig einstellt. Das zeige ich jetzt hier in diesem Video in dem Fall auch. Dann kann ich nämlich hier auch drauf eingehen und das Problem, was ich jetzt gefunden habe, warum der erste Gang nicht reingeht und wie ich es gelöst habe. So, und zwar haben wir jetzt hier unten einen kleinen Exzenterbolzen. Ich nehme euch jetzt da mal mit der Kamera ein bisschen mehr dran. So, und zwar hier unterhalb vom Schalthebel habt ihr eine kleine Zähnemutter, die wird hier leicht gelöst und dann kann man hier mit dem Schraubenzieher dann hinten einen Exzenter einstellen. Hier hinten dran ist ein Exzenter. Der Exzenter sollte, wenn er gerade so auf Nullstellung steht, nach hinten zeigen, dass er hier genug Fläche hat, dass er hier hinten auf diese Feder, die hier hinten so eine Klammer hat, die dann so dasteht, nach auf und zu geht, dass ihr das einstellen könnt. Zeige ich euch wahrscheinlich am besten erstmal, wenn es jetzt schon zusammengebaut ist, wie man das nach Herstellerangaben einstellt. Die Kreidlerwerke gibt es so an, dass man ein Stück Karton nimmt und einen Bleistift. Ich habe das jetzt hier zum Beispiel schon mal gemacht. Stellt sich dann hier einen Karton hin oder fixiert ihn dann hier mit Klebeband, nimmt dann einen Bleistift oder in meinem Fall habe ich jetzt einen Kuli genommen. Verbinde den mit Isolierband oder so hier auf dem Schalthebel, auf dem Fußschalthebel. Und macht sich dann erstmal eine Markierung. Das heißt, jetzt sind wir in neutral, Leerlaufstellung. Macht sich dann hier eine Markierung hin. Dann schaltet man nach unten. Dazu tut man das hintere Rad ein bisschen bewegen. Dann macht man hier unten eine Markierung hin. Dann lässt man los. Ich habe dann wieder eine Markierung gemacht, weil es dann nicht ganz übereinstimmt. Dann schaltet man nach oben in den zweiten Gang. Macht sich dann wieder eine Markierung. Und geht dann wieder nach unten. Wie ihr jetzt seht, ist es jetzt in meinem Fall genau auf demselben Punkt, auf demselben Strich. Also ich sollte das jetzt mal nicht heben, jetzt mache ich da normale Isolierband drum, aber jetzt mal so zum Demonstrieren. Vorher hatte ich das Problem, dass hier die Mittelstellung war, also wenn ich es ausmesse, sollte nach unten, nach oben genau der gleiche Abstand sein. Es kann sein, was Kreidl auch angibt, dass wenn ihr runterschaltet, und ich schalte ganz runter, dass die Fußraste hier verbogen ist und dass die ansteht. Und dann sollte man die Fußraste erstmal wieder richtig hinbiegen, dass ihr hier Luft inzwischen habt. Ich habe hier unten einen kleinen Spalt Luft, also 2-3 mm Luft, von dem her passt es. Aber bei mir war dann das Phänomen, dass ich dann, wenn ich vom ersten Gang von unten losgelassen habe, war meine Stellung hier. Wenn ich nach oben geschalten habe, im zweiten Gang und losgelassen habe, war meine Stellung hier. Die Mitte wäre dann hier. Und da soll es sein. Und wenn ich dann über den Exzenter dann nachstelle, da könnt ihr dann einfach über die Schraube mit dem Schraubendreher dann einfach ein bisschen nachstellen und dann bewegt euch euer Stift mit dem Schalthebel dann dementsprechend nach unten, dann wärt ihr hier auf dem Punkt. Bei mir hat sich das aber parallel verschoben, anstatt dass das dann hier zusammenführt, logischerweise, hat sich das bei mir einfach nur verschoben, einmal nach unten und wenn ich es im Gegensatz gemacht habe, einfach parallel nach oben. Das hat dazu die Folge gehabt, ich konnte zwar dann immer hochschalten, aber nur runter ein paar Gänge, aber nie runter wieder in den ersten Gang. Das ging nicht. Weil ich immer diesen Parallelversatz hier habe.
Ich habe immer diesen Parallelversatz hier. Und das war eigentlich ein bisschen tricky, bis ich das jetzt rausgefunden habe, weil im Netz findet man auch nicht viel. Wie zeige ich das jetzt am besten? Baue ich das jetzt hier am besten nochmal ab. Ihr habt hier unten diese Feder. Hier am Motor ist einmal ein Bolzen, wo diese Feder ja drüber gesteckt wird. Die geht ja einmal, wenn ihr sie, bevor ihr sie montiert, so leicht überkreuzt, die drückt ihr dann auseinander, dass sie hier oben und hier unten drüber geht. Und einmal ist hier an diesem Schaltgestänge, an diesem ganzen Bogen, an dieser Hebelage, dieser Exzenterbolzen, der eben nach hinten zeigt, Richtung Hinterrad. Und wenn ich jetzt von unten nach oben oder von oben nach unten schalte, dann habe ich hier oben zwischen Bolzen und Feder immer leicht Luft gehabt. Da kann man das vielleicht hier ein bisschen sehen. Dann hat man hier immer Luft gehabt. Das heißt, es sah dann immer so aus. Also man hat immer einen Spalt gehabt. Jetzt geht er genau auf den Bolzen. Und egal, wie ich den Exzenter gedreht habe, entweder hatte ich unten Spiel oder oben Spiel. Das heißt, zur Folge, wenn ich runtergeschalten habe, hätte ich einfach noch einen Ticken, also quasi echt nur so einen Ticken nach oben müssen, dass hier innen drinne die Schaltklaue wieder richtig einhakt. Und dieses Spiel hier unten hat in dem Fall verursacht, dass das Pedal nicht so weit zurückgeht, dass die Schaltklaue sich hier so weit zurückdreht, dass sie einrastet. Und jetzt bin ich hingegangen und habe das ganze Teil hier abgebaut. Zeige ich das vielleicht am besten. Ich baue das mal schnell ab. So, ich habe die Federring jetzt hier schnell rausgenommen. Jetzt kann man das nämlich hier schön abziehen. Und jetzt haben wir ja hier diesen Exzenterbolzen. Und der wird jetzt hier vorne zwischendrin stecken. Ich könnte den jetzt abbauen, dass man das besser sieht. Aber bei mir ist jetzt eingestellt, deswegen lasse ich es jetzt mal schnell. Aber der war dann, die Feder ist ja hier dran. Und ihr seht, die eine Hälfte geht hier über den Bolzen und die andere Hälfte geht hier unter den Bolzen, von dem Bolzen, der am Motor ist. Und der Exzenter, der sitzt hier vorne drin. Und der Exzenter hat dann in meinem Fall hier vorne, genau, der hatte hier vorne ein bisschen Luft gehabt. Und dann ist er zwar hier unten aufgestanden, aber hier oben hat er dann Luft. Und wenn ich dann nach oben gedrückt habe, dann stand er oben an, aber dann hatte er dann hier Luft. Und die Sache ist so, dass wenn ihr den Bolzen hier drin habt und der hier drüber steht, dass es an beiden Seiten, also am hinteren Bolzen und am vorderen Bolzen, komplett anliegen muss. Ich hatte da jetzt ein bisschen Luft. Ich bin dann in dem Fall hingegangen, dass die Feder hier am Platz bleibt, weil es ist wirklich sehr schwer, diese Feder hier zu biegen. Hab mir das hier drauf gesteckt. Also das geht jetzt bei mir ein bisschen schwer, weil die Buchse hier ist neu und der Bolzen hier auch. Das muss ich noch ein bisschen mehr einlaufen. So, dann bleibt diese Feder auch am Platz. Dann bin ich mit einer Rohrzange hingegangen. Das ist natürlich nicht die schönste Art, ist klar. Mit einer Rohrzange und habe hier ordentlich zusammengedrückt. Von unten und von oben hier richtig zusammengedrückt. Und den Bolzen dann hier inzwischen gehalten und geschaut, wann hat dieser Bolzen genauso viel Druck, wie er hier hinten Druck hat. Also das heißt, dass er kein Spiel mehr hat. Dann habe ich mir das ganze Ding zusammengebaut. Habe mir das Ganze wieder neu ausgemessen und siehe da, es hat dann funktioniert. Also tatsächlich, wenn ihr das Problem habt, dass der erste Gang nicht reingeht und ihr stellt jetzt genauso wie bei mir auch fest, wenn ihr das mit dem Stift und mit dem Karton macht, dass der Strich einen Abstand hat, anstatt nur auf einer Seite nach oben versetzt oder auf der anderen Seite einfach nach unten versetzt, dann könnte man es ja justieren. Aber wenn ihr zwei Parallelstriche ein bisschen getrennt voneinander habt, dann kann es sein, ihr habt hier das Problem, dass der Bolzen hier und hier hinten nicht anliegt an der Feder. Drückt euch die Feder hier vorne zusammen, bis der Bolzen anliegt, montiert das Ganze wieder, probiert es nochmal, ihr werdet sofort merken, dass die Striche dann übereinstimmen, dann stellt ihr nur noch genau die Mitte ein und die Gänge lassen sich prima schalten. Tja Leute, so kann es gehen, so ein kleines Problem und so eine Riesenursache. Mich würde es sehr freuen, wenn ihr gern noch einen Kommentar hinterlasst, ob ihr das Video als hilfreich fandet, ob ihr euer Problem damit lösen konntet. Und liked auch gern das Video, wenn es euch gefallen hat. Ich habe jetzt soweit wieder alles jetzt montiert. Jetzt kommt noch die Seitenabdeckung wieder drauf und dann kann ich endlich gemütlich in Ruhe wieder fahren. Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.